Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, macht es nicht. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon bekommen. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute nicht merken, dass du fastest. Nur dein Vater soll es wissen, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Er wird dich belohnen.